Und ich glaube, diese Zeiten sollten auch ein Stück weit hinter uns liegen, wo man einfach immer sagt, höher, schneller, weiter. Ich glaube, es geht eigentlich in der Zukunft viel mehr um besser, bewusster und auch nachhaltiger. Wir nutzen, sagen wir, die Flächen unserer Landwirte fürs Radlfahren, fürs Wandern. Wir haben diesen schönen Anblick der gepflegten Kulturlandschaft, die auch die Landwirte, was auch die Landwirte übernehmen. Und eines ist auch klar, dass Tourismus und Landwirtschaft eine Schicksalsgemeinschaft sind. Also wir gehören einfach zusammen. Der eine profitiert vom anderen. Der Gast kann eigentlich am besten nachfragen und bewusst konsumieren und wirklich schauen, welchen Produktionsauftrag das eigentlich immer erteilt. Wer nichts weiß, muss alles essen, der Podcast von Landschaft Leben. Man sieht schon, ich bin heute nicht in unserem Podcast-Studio in Schladming, sondern ich bin in Leogang, nämlich im Forsthofgut beim Christoph Schmuck. Freut mich voll, dass ich da bei dir sein darf heute. Sehr gerne, freue mich auch. Und ich freue mich auch, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei unserem Podcast. Mein Name ist Maria Fanninger und ja, jetzt verzögert man mal ein bisschen, wo wir da eigentlich genau sitzen, glaube ich. Ja, wir sitzen da in unserer 1617 Stube. 1617, weil das Gründungsjahr unseres Hotels oder damals Bauernhofes ist. Und in der Stube haben wir einfach ein österreichisches Lokal, wo wir heimische Schmankerl für unsere Gäste anbieten. Und ich habe das Gefühl, der Raum passt eigentlich ganz gut für unser heutiges Gespräch. Also es gibt eigentlich seit über 400 Jahren, was mir jetzt zuerst gerade gesagt, ich finde das sehr beeindruckend. Du kommst ja ursprünglich, eigentlich ist das ein landwirtschaftlicher Betrieb gewesen. Genau. Und hast dann das draus gemacht, was jetzt ist, mit über 100 Zimmer, mittlerweile ein Hotel, was sehr einen Fokus auf Regionalität da setzt. Also das war natürlich meine Familie. Diese Entwicklung haben mir meine Großeltern schon gestartet. 1960 haben sie mit zwei Gästezimmern begonnen, so Urlaub am Bauernhof, Sommerfrische war so damals das Schlagwort. Meine Eltern haben dann 1980 übernommen, ein paar Zimmer dazu gebaut, Urlaub am Bauernhof ausgebaut. Also ich war so als Bub noch, ich habe halt am Papa im Stall geholfen, beim Kirmöchen und so weiter. Das waren, oder sind sehr, sehr schöne Kindheitserinnerungen. Und dann ist halt so das Hotel Zug um Zug ein bisschen größer geworden. Die Eltern haben sich in die Richtung orientiert und ich habe dann den Betrieb 2006 übernehmen dürfen, führt das Haus heute gemeinsam mit meiner Frau. Die Eltern sind immer noch da, Gott sei Dank, das ist immer schön zu wissen, dass jemand hinter einem steht, und haben mittlerweile 170 Mitarbeiter in unserem Hotel beschäftigt. Und also die letzten Jahre waren sehr bewegt, wenn ich das so sagen darf. Ich habe dann nochmal vernommen, du hast quasi eine Produktlinie oder Menülinie, die sie R50 nennt, also im Radius von 50 Kilometern hast du die ganzen Produkte daher, die was du deinen Gästen kredenzt. Wann war das? War das gleich, wie du übernommen hast, oder hast du dann irgendwann einmal überlegt, jetzt mache ich mal so ein bisschen eine Wende, ich gehe mehr in die Regionalität oder überlege mal, wie meine Gäste versorgen kann? Also das war schon ein Prozess, ehrlicherweise. Also wir haben da nicht von Anfang an gesagt, so jetzt machen wir alles R50. Aber es ist so, schon langsam hat sich das entwickelt. Mhm. Und eigentlich auf die Spitze getrieben mit dem R50 haben wir es dann im Jahr 2018, wo wir dann einfach gesagt haben, wir brauchen so eine Art Siegel, eine Art Aussage in Richtung unserer Gäste und wollen auch wirklich brutal lokal sein. Und dann sind wir hergegangen und haben eine Landkarte genommen, haben einen Pin bei uns gesetzt und so diesen Radius gezogen, Luftlinie 50 Kilometer drumherum. Und alles, was dann quasi in dem Radius ist, wird dann in dieser Menülinie angeboten. Wie gestaltet sich jetzt dieses R50 genau? Also was kannst du ein bisschen erzählen, was sind deine Prioritäten, auf was schaust du da genau? Es geht um Herkunft natürlich in dem Radius, genau. Aber was betrifft das alle Lebensmittel? Geht das auch bis zum Gewürz oder vielleicht nur Hauptbestandteile? Also vielleicht einmal vorweg, uns ist es wichtig, ein Bewusstsein bei unseren Gästen zu schaffen, aber gleichzeitig nicht belehrend zu sein oder schulmeisterisch das irgendwie zu tun. Deshalb wollen wir unseren Gästen eine gewisse Wahl lassen und
sie dann einfach, sagen wir mal, entscheiden lassen. Das ist für uns eigentlich ein zentrales Element. Deshalb ist bei uns, es ist nicht alles R50, also wir haben drei Angebotslinien. Also eine Linie ist diese alpine Angebotslinie, wo wir auch, sagen wir, Gerichte aus allen Ländern mit Alpenanteil anbieten, also auch einmal was Italienisches, was Französisches. Und dann gibt es das R50 und als drittes noch eine vegane Angebotslinie. Und so kann jeder Gast sich für sich was aussuchen. Aber das Spannendste ist in der Tat schon das R50 und auch das, was unsere Gäste am besten annehmen und wo sie auch am meisten Fragen haben, weil sie das sehr interessiert. Und es geht natürlich um die Herkunft in allererster Linie. Also alles, was wir da unter R50 anbieten, ist wirklich R50 und bekommt auch bei uns dann so eine Art Siegel verpasst, wo auch wirklich dann das Lokale sehr stark in den Vordergrund kommt. Und uns ist das total wichtig, weil man darf nicht immer von sich ausgehen, aber da nehme ich mir immer selber her, wenn ich wohin fahre in ein Land, ich möchte einfach dieses landestypische Küche aber auch kennenlernen. Und uns geht es um die Herkunft der Lebensmittel, aber es geht auch um die Gerichte an sich. Also das sollen dann auch traditionelle Gerichte aus der Region sein. Also das sehen wir von diesen beiden Perspektiven, versuchen wir das zu betrachten. Also wo ein steirisches Bockhändl draufsteht zum Beispiel noch, ist zumindest ein österreichisches Händl bei euch drinnen, ja, kann man davon ausgehen. Ganz gewiss. Und wie gesagt, es ist für uns diese Verbindung aus dieser regionalen Herkunft des Lebensmittels, wobei ich zum Beispiel sage, mit Pfeffer, wenn im Pfeffer wo drinnen ist, tun wir uns natürlich schwer, das ist doch nicht R50. Ich glaube, so ehrlich und offen darf man schon auch sein, aber es geht schon auch darum, dass man sagt, es ist ein regionales Gericht mit regionalen Zutaten, so diese Kombination ist das, was eigentlich für uns auch R50 ausmacht. Mhm. Ich merke immer wieder, dass beim Wein zum Beispiel, es ist gar nicht schwierig, dass der Winzer drauf schafft, dass sogar der Ort, wo die Rebsorten dann oder wo die Rebe gewachsen ist, draufsteht, die Lage, alles Mögliche in der Karten. Und jetzt ist natürlich eine große Herausforderung für die Gastronomie, zumindest wird das immer kommuniziert von Seiten Wirtschaftskammer und so weiter, wie kann man das dann auf eine Karten bringen, das ist ein bürokratischer Aufwand, das kann man gar nicht nachvollziehen und so weiter. Ich finde es witzig, dass beim Wein so einfach ist und beim Fleisch schafft es Fleischer oder das, woher das Fleisch kommt, schafft es meistens nicht in die Speisekarten. Wie geht es dir da mit der Umsetzung, wenn du dann alles so genau deklarierst, beziehungsweise das auch wirklich draufschreibst? Es ist eigentlich paradox, weil, wie du sagst, beim Thema Wein sieht man, wie das funktionieren kann. Beim Fleisch ist es offensichtlich nicht der Fall. Was wir versuchen unseren Gästen gewisse Versprechen zu geben. Und die wollen wir und die halten wir natürlich auch. Also wir haben auch dazu verschiedene Möglichkeiten. Also wir haben eine Speisekarte, wir haben auch noch einmal eine eigene Broschüre gemacht, die unsere Gäste bei der Anreise bekommen, wo wir ihnen erklären, was uns bei der Forsthofgut-Küche einfach auch wichtig ist, woher wir unsere Lebensmittel bekommen. Und eben auch diese Versprechen werden dann noch einmal, sagen wir mal, ausgesprochen. Zum Beispiel sagen wir, dass wirklich 100% unseres, also Rind- und Schweinefleisches aus Österreich, zumindest aus Österreich kommt, wenn nicht regionaler. Dass auch die gesamte Milch von einem Leoganger Bauern kommt, dass sämtliche Eier von einem Leoganger Bauern kommen. Und da gäbe es noch Beispiele genug. Ich glaube, der Gast ist sehr dankbar dafür, wenn man da sehr offen kommuniziert und nimmt es auch sehr gerne wahr und auch als Qualitätsmerkmal wahr, weil wenn man einfach dazu schreibt, keine Ahnung, das Fleisch von dem und dem Hof, dann ist es ja, sag ich mal, da gibt ja jemand noch seinen Namen her dafür und der bürgt dann auch mit dem Namen für die Qualität. Das heißt, du siehst es schon als Chance jetzt auch für einen Gastronomen, dass er, wenn er österreichische Qualität zum Beispiel reingibt oder auch andere bessere Qualität, was auch immer, und das dann kommuniziert und deklariert, dass er eigentlich mit dem mehr Profit generieren kann oder siehst du es eigentlich eher als Bürde, dass man nachher wieder bürokratischen Aufwand hat, dass man das nachvollziehen können muss, dass man es deklarieren muss. Wie schätzt es du für die allgemeine Gastronomie in Österreich ein? Ich sehe es als riesige Chance, aber nicht um primär Profit zu machen. Weil ich glaube, wenn jemand jetzt nur Profit getrieben ist oder was macht, nur wegen am Profit oder wegen dem Geld deswegen, ich glaube, dann fehlt, dann ist so, dann passt ja irgendwas schon einmal nicht. Aber ich glaube, es ist eine riesige Chance,
schon sein Unternehmen, sein Gasthaus, sein Hotel zukunftsfit zu machen und auch, sagen wir, gut auszurichten für das, was, sagen wir, auch künftig von seitens den Gästen und von den Konsumenten auch erwartet wird. Ich glaube, heute ist es so, dass man sich noch ein Stück weit auch vielleicht damit abheben kann, wenn man auf diese Themen auch setzt. Ich glaube aber, langfristig gedacht, wirst du ein Problem bekommen, wenn du das nicht tust. Also was will ich damit sagen, dass es eher ein Stück weit vorausgesetzt wird von Gästen, dass es da auch vom Gastronom immer eine bewusste Entscheidung gibt, für was er sich entscheidet und was er anbietet und dass das nicht zufällig ist. Also deshalb glaube ich, ist eine aktuell eine Riesenchance, aber langfristig ist es ohnehin ein Muss, das zu tun. Und ich glaube, was Bürokratie betrifft, ich glaube, als gelernte Österreicher sind wir ohnehin schon durchaus geübt in diesen Dingen, was mit Bürokratie zu tun hat. Das würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so dramatisch sehen. Ganz im Gegenteil, da überwiegen bestimmt die positiven Aspekte, die negativen, die vielleicht in Form von einem gewissen Aufwand entstehen könnten. Also das sehe ich überhaupt nicht dramatisch. Ich glaube, ganz im Gegenteil, wir haben ja nicht keinen Anlass, ein redlicher, sage ich mal, Wirt und Gastronom und hat ja auch, hätte ja kein, also der kann das ja ruhig erzählen, wo er das alles her hat. Das ist ja, glaube ich, ganz, ganz wichtig sogar. Ja, wir haben vor 2 Jahren haben wir eine Umfrage gemacht mit Touristen, mit über 600 Touristen, wo wir befragt haben, ob sie wirklich regionale Rohstoffe sich auch wünschen am Teller. Und dann sind eigentlich der Großteil, also über 80%, hat noch eigentlich gesagt, ja, das ist eigentlich eine Voraussetzung. Also das ist für mich völlig klar, dass das österreichische Rohstoffqualität ist. Jetzt ist das natürlich sehr oft nicht so. Wir haben auch Gastronomen befragt, die was das wissen, dass das eigentlich vorausgesetzt wird vom Gast. Mhm. Aber natürlich hat man nachher gerade im Geflügelbereich zum Beispiel unglaubliche preisliche Unterschiede. Man da bei der Buten ist man fast um die Hälfte mit einer ausländischen Buten dabei und hat eigentlich dann an der Portion 70 Cent mehr kosten. Und da trauen sie sich irgendwie nie so recht drüber, dass entweder diesen Schritt machen, dass sie es verändern würden und vielleicht da österreichische Qualität da einnehmen. Und mir kommt immer vor, da ist der Bereich ein bisschen unterbelichtet, dass sie auch nicht kommunizieren trauen. Dass sie eigentlich, wenn sie jetzt kommunizieren anfangen, auf einmal, dass die Leute nachher kommen und sagen, ja, aber was war jetzt vorher drinnen? Wenn du jetzt auf einmal draufschreibst, Butter aus Österreich, hast mir vorher keine österreichische Butter gegeben. Ich habe ja das gemerkt, dass das eigentlich immer bis jetzt drinnen war. Und da traut man sich oft nicht so drüber. Ich glaube, das ist ein Hemmnis. Und das andere ist auch, dass viele glauben, dass in Österreich keine Selbstversorgung für österreichische Produkte am Teller noch da ist. Wie siehst du das? Ich glaube, ich finde es immer schade, wenn immer der Preis das erste Argument ist. Egal, ob es jetzt für einen Gastronomen ist, wenn er einkauft, oder wenn es auch für einen Konsumenten, für einen Gast ist, wenn er die Speisekarte vor sich hat. Also da würde ich mir wünschen, wenn ein bisschen so ein Paradigmenwechsel passieren würde und wenn man nicht den Preis an erste Stelle stellt, sondern die Qualität und vielleicht auch den Wert, also was bekomme ich denn auch dafür? Und ich glaube, dass vielleicht der Weg, den wir da schon eingeschlagen haben, vielleicht schon der richtige ist und jetzt müssen wir den Weg halt noch gehen und da muss jeder auch seinen Beitrag dazu leisten. Und ich glaube, uns muss das einfach wert sein, wenn man das einfach ein paar Cent oder vielleicht einmal ein Euro ein Gericht teurer ist oder auch im Einkauf das ein Stück weit mehr kostet, weil man auch sich seiner Rolle bewusst sein muss, die man so in die Gesellschaft und in die heimische Wirtschaft auch einbringt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das sehen wir ja aktuell ohnehin in dieser für uns alle ja doch etwas schwierigen Zeit. Da habe ich das Gefühl, da rückt die Gesellschaft wieder ein bisschen zusammen. Und ich glaube, wenn jeder so seine Rolle auch da wahrnimmt, um in der Wirtschaft da einen positiven Beitrag oder auch in der heimischen Wirtschaft vor allem einen positiven Beitrag zu leisten, wenn das Bewusstsein da ist, dann bin ich schon guter Hoffnung, dass wir da einen Fortschritt zusammenbringen. Sie machen öfter so Umfragen, ob er bereit wäre, mehr zu zahlen, wenn österreichische Qualität drinnen ist. Und da muss ich sagen, durchwegs sagt jeder, ja, ich bin sogar
1 Euro, 2 Euro bereit, mehr zu zahlen. Nur muss ich es halt wissen. Und da geht es eben um das, dass wir in Österreich einfach keine Herkunftskennzeichnung haben und deshalb eigentlich nie wissen, was wir genau essen. Wir fragen dann immer wieder nach. Ich habe das, wir mit unserem Team sind natürlich da gebrieft und überall, wo wir essen gehen, fragen wir nach, woher das Fleisch ist. Und dann wird uns ab und zu mal wirklich gesagt, von da oder dort. Das weiß dann auch der eine oder andere, aber meistens ist es so, dass man es einfach nicht weiß, dass man sagt, ich weiß nicht, oder ich habe in der Küche gefragt, es kommt aus der Küche oder vom Metro oder von irgendeinem Großhändler oder und sie wissen es einfach nicht. Wie tust du, wenn du jetzt essen gehst in ein normales Gasthaus, fragst du nach, gehst du nur in ein Gasthaus, wo du von vornherein weißt, dass österreichische Qualität ist, oder ist der österreichische Qualität egal? Ist der, also, was geht es dir da? Also mir ist es nicht egal, wo das Fleisch herkommt, aber es geht mir nicht nur ums Fleisch, sondern auch um viele andere Lebensmittel. Ich habe oft das Gefühl, irgendwo, man schaut auf sein Auto, schaut man, da gibt man das beste Motorenöl rein und selber irgendwie, manchmal ist eigentlich wurscht, was du deinem Körper zuführst, und ich glaube, das sollte und darf auch nicht sein, und da ist, finde ich, auch ein Stück weit so, dass der Mensch sich schon immer mehr Gedanken macht, was er sich denn, sagen wir, als Lebensmittel auch zuführt und was er da isst. Und so ist es bei mir auch. Ich versuche mich eigentlich auch mit zunehmendem Alter, vielleicht auch eine Altersfrage, bewusst zu ernähren und auch das genau zu hinterfragen. Ich für mich persönlich bin nicht der große Fleischesser, war ich früher mal mehr als jetzt. Und wenn ich dann ein Fleisch esse, Dann erkundige ich mich schon, wo das herkommt. Meine Frau kommt von einem Bauernhof, die haben bei Anguszucht zum Beispiel, also da freue ich mich dann schon, wenn ich mal ein schönes Stückchen Fleisch am Teller habe, weil ich halt auch weiß, wo es herkommt und wie das da auch hinter den Kulissen alles vonstatten geht. Also das ist mir wichtig, und wir stellen auch bei unseren Gästen fest, dass diese Themen an Wichtigkeit gewinnen, dass wir auch immer mehr Fragen unserer Gäste dazu bekommen, dass wir auch immer mehr Fragen von Gästen zum Thema Tierwohl und so weiter kriegen. Und ich finde es wichtig, weil ich der Meinung bin, dass auch wirklich da ein gewisser Druck kommen muss seitens der Gäste, der Konsumenten und auch der Abnehmer, der Gastronomen, dass auch da, sage ich mal, in der Industrie einfach ein positiver Prozess ins Laufen kommt. Das heißt, aus deiner Sicht jetzt, aus deiner Erfahrung, würdest du das so einschätzen, dass man Herkunftskennzeichnungen in der Gastronomie eigentlich auch gut umsetzen könnte, durchgängig? Ja, also ich weiß, dass da Kollegen anderer Meinung sind. Dessen bin ich mir bewusst. Aber ich traue mir auch zu sagen, dass ich mir das sehr wohl gut vorstellen kann, dass das umsetzbar ist. Und ich glaube, dass es, aber da wiederhole ich mich jetzt, dass vom Gast einfach zunehmend auch dieser Druck auch kommt, wissen zu wollen, wo das herkommt. Und deshalb bin ich der Meinung, dass es an der Zeit ist, dass man das umsetzt. In der Schweiz ist es eigentlich so, dass man das deklarieren muss, was quasi gesetzlich unterlaufen wird. Das heißt, was in Usus in der Schweiz ist, bei Fleisch und Ei, das braucht nicht deklariert werden, wenn das Ausland gleich produziert, wenn das jetzt andere gesetzliche Rahmenbedingungen hat, also schlechter produziert wird, unter Anführungszeichen, zum Beispiel wie beim Ei, Käfigei ist in der Schweiz verboten, dann muss man es deklarieren, als immer, wenn es eigentlich die schlechter stehen wird. Und ich finde das eigentlich auch ganz einen spannenden Zugang, weil wir machen das eigentlich immer, wo wir was besser stehen, also wo wir Bio haben oder wo wir irgendein Gütesiegel zusätzlich haben, deklarieren wir es oder eben auch nicht. Da wird es einfach mal anders gemacht, dass man wirklich sagt, okay, wenn es schlechter ist, muss ich eigentlich informiert werden, weil nachher möchte ich mir ja entscheiden, ob ich das nehme oder nicht. Und ich komme da immer mehr drauf, dass wir eigentlich sehr oft Äpfel mit Birnen da vergleichen, weil man einfach dann am Teller habe ich einfach irgendein Schnitzel, das ich einfach da liegen habe. Und da weiß ich natürlich nicht, was ist das jetzt für Qualität. Und wenn ich mir es aussuchen könnte, ob es jetzt vielleicht ein österreichisches Kalb ist oder ein holländisches, dann würde ich mich vielleicht, weiß ich nicht, muss ich mich sogar fast um einen doppelten Preis, glaube ich, weil das österreichische Kalb ja relativ teuer ist gegenüber das holländische, müsste man fast mit doppelten Preis rechnen wahrscheinlich. Und dann muss ich mir natürlich zu dem committen oder eben sagen, nein, das passt mir eigentlich gut, wie die Rahmenbedingungen da sind, dass das vielleicht anders Tierwohl durchlebt hat. Also ich glaube, dass, wenn ich bei deinem Beispiel bleiben darf, also das Schnitzel aus Österreich und das aus Holland, das wahrscheinlich gar nicht der doppelte Preis ist, weil ja auch das Fleisch nur ein gewisser Bestandteil von dem Gericht ist, und der Preis, der auf der Karte steht, ja dann ja auch Mitarbeiterkosten oder andere Kosten beinhaltet,
die ja genau gleich sind, ob ich jetzt eine österreichische Ware oder eine holländische Ware verwende. Deshalb glaube ich, wäre ja dieser Preisunterschied gar nicht so groß. Was mir aber bei diesem Schweizer Modell gefällt, dass man das einfach umdreht. Und dass einfach der Gast, wenn dann wirklich steht, keine Ahnung, auf der Karte, das ist jetzt unter schlechteren Bedingungen produziert, woraus er ja dann schließen kann, dann glaube ich einfach, dass der Konsument und der Gast schon so mündig ist und auch so, sagen wir, dann so eine bewusste Entscheidung trifft, dass er sagt, nicht, aber das nehme ich jetzt sicher nicht. Mhm. Also diese Umkehr finde ich da total spannend. Total spannend, das, ja. Also, bei uns war ein Blogger, unser Peter Fuchs, der unsere Blog schreibt, der war in der Schweiz und hat eben noch ein US-Beef auf der Karte gefunden und mit ein paar Sternen dabei, wo noch dabei steht, kann mit Antibiotika und anderen Leistungsförderern erzeugt worden sein. Mhm. Und wo man das dann liest, dann kann man sich einfach entscheiden, okay, für mich ist immer nur der Preis, ich möchte billiger essen, oder ich sage, nein, in dem Fall ist ich vielleicht andere Art von Fleisch. In dem Fall war wahrscheinlich das US-Beef wahrscheinlich sogar wahrscheinlich nicht einmal günstiger, sondern vielleicht kann sogar teurer. Kann auch sein teurer. Sogar. das war auch noch spannend. Das muss ich nochmal nachfragen. Genau, also voll interessant. Du bist ja im Tourismusbereich auch tätig. Mhm. Also du bist Tourismusobmann von Leogang. Genau. Und da haben wir uns jetzt im Eingang so ein bisschen unterhalten. Das habe ich sehr spannend gefunden, was du da für mich da mitgebracht hast. Mhm. Die Sicht auf das, dass es nicht unbedingt immer nur um die Nächtigungszahlen geht. Ja, also der Tourismus ist grundsätzlich eine Branche, die eigentlich, wenn es darum geht, ihren Erfolg zu messen, irgendwie einen paradoxen Zugang hat, weil man immer wieder sagt, ja, wir haben so und so viele Nächtigungen gehabt, das war jetzt eine gute Saison oder eine weniger gute Saison. Und einfach das immer nur über die Menge zu definieren, das finde ich einfach nicht gescheit. Und ich glaube, diese Zeiten sollten auch ein Stück weit hinter uns liegen, wo man einfach immer sagt, höher, schneller, weiter. Ich glaube, es geht eigentlich in der Zukunft viel mehr um besser, bewusster und auch nachhaltiger, auch im Tourismus. Ich glaube, das ist einmal so ein Gedanke, der mir ganz wichtig ist. Und der zweite ist einfach der, dass man einfach schauen sollte, nicht immer nur eben diese Nächtigungen herzunehmen, sondern eher zu schauen, wie kann ich denn eine Wertschöpfung in die Region bringen. Aber nicht nur für die Touristiker, sondern für alle in der Region. Und ich glaube, es geht eben nur, dass man einen guten Tourismus macht, wenn man einfach einen guten Preis dafür, sagen wir, in Wert setzt, wenn man eine hohe Wertschöpfung zusammenbringt, wenn man auch damit dann seine Mitarbeiter gut bezahlen kann, wenn man auch damit dann, sagen wir mal, entsprechend also wirtschaftliche oder regionale Wirtschaftskreisläufe, sagen wir mal, unterstützen und am Laufen halten kann. Ich glaube, das muss unser Zugang im Tourismus sein. Und eines ist auch klar, dass Tourismus und Landwirtschaft eine Schicksalsgemeinschaft sind. Also wir gehören einfach zusammen, das kann man nicht auseinanderreißen und der eine profitiert vom anderen. Und da rede ich jetzt aber auch als Touristiker müssen wir schauen, als Touristiker, dass nicht die Touristiker zu stark vom Tourismus profitieren und andere auf der Strecke bleiben, sondern wir brauchen auch die Landwirte, die einen positiven Effekt vom Tourismus sehen und auch davon profitieren, weil wir nutzen, sagen wir, die Flächen unserer Landwirte fürs Radlfahren, fürs Wandern. Wir haben diesen schönen Anblick der gepflegten Kulturlandschaft, die auch die Landwirte, was auch die Landwirte übernehmen. Und so brauchen auch die Landwirte einen Teil oder auch einen Erfolg aus dem Tourismus. Und da versuchen wir in der Region bei uns, sagen wir, Tourismus und Landwirtschaft gut zu verzahnen. Es gibt da etliche Projekte unter diesem Titel Tourismus und Landwirtschaft, wo wir zum Beispiel auch ein gemeinsames Wurstprojekt gemacht haben, wo wir einfach geschaut haben, die ganzen Viecher, die Bauern haben, dass wir versuchen, die in die Gastronomie zu bringen, wo man dann aber auch gewisse Teile dann zu einer Wurstverarbeit hat, das dann, sagen wir, mit regionalen Namen, also es gibt 5 Wurstsorten, mit regionalen Namen versehen hat und die Betriebe haben das dann auch im Frühstücksbuffet zum Beispiel. Also das ist jetzt ein Beispiel, wo wir versuchen, da Landwirte und Wirte zusammenzubringen und unterm Strich dann eben für alle eine gute Situation herzustellen. Weil der Landwirtschaft ist oft so, dass man nur die Edelteile natürlich als Hotelier dann oft braucht und dann bleibt der Landwirt unter Anführungszeichen nachher auf die
Teile liegen oder sitzen, die was nicht wirklich verwertbar waren. So habt ihr das gelöst, dass eigentlich wirklich die ganze, also from nose to tail, das ganze Viech verarbeitet habt? Das ist der Zugang und es ist ja so, sagen wir, alte Gerichte, die wir vielleicht kennen oder auch noch von den Großeltern und so weiter, früher ist ja oft, ist ja immer das ganze Viech aufgearbeitet Beischl und worden. Linien. Genau. da haben wir halt mit gewissen, sagen wir mal, Teilen oder Gerichten auch gastzeitig tun uns da nicht ganz so leicht. Mhm. Weil du sagst, der Beischl, da gibt es ein paar Fans, die schwören drauf, aber ein großer Teil tut unserer Gäste zum Beispiel, tut sich da ein bisschen schwer damit. Und vielleicht andere Teile ist das ähnlich. Und da haben wir als Gastronomen irgendwo schon ein bisschen wieder unseren Gast im Hintergrund, der natürlich irgendwo in Richtung Edelteile halt aber auch das gelernt hat, dass es halt irgendwo in die Richtung gehen sollte. Aber dieser Ansatz Nose to Tail, den finde ich ganz wichtig und dass man auch das ganze Tier aufarbeitet. Und Gott sei Dank gibt es jetzt auch ein bisschen aus dem urbanen Raum, teilweise gerade bei jungen Leuten, schon ein bisschen mehr wieder diese Bewegung, dass man auch gewisse Teile versucht zu verarbeiten, die man früher nicht verarbeitet hat. Und das finde ich eine gute Entwicklung. Jedenfalls. Ich merke immer, dass wenn so ein bäuerlicher Ursprung ist, jetzt bei Gastronomen und so weiter, dass ein ganz anderer Zugang und eine ganz andere Verbindung, eine ganz andere Sicht auf diese Symbiose Landwirtschaft und Tourismus ist. Und wenn das ein bisschen entkoppelt ist, dass das eben dann weiter weg ist. Das heißt, was ich beobachte, ist in den Gastronomiebetrieben ist das sehr oft, aber dann in den Tourismusverbänden oder sowas, wo man dann mehr in die Abwicklung eigentlich geht, da ist das dann schon ein bisschen wieder weiter weg. Wie kann man das noch ein bisschen näher zusammenbringen? Oder wie macht ihr das? Ich glaube, entscheidend sind immer die handelnden Personen. Ich finde, wer steht dahinter? Mhm. Welche Werte haben sie? Wie sind sie, genau wie du sagst, wie sind sie aufgewachsen? Welche Herkunft haben sie? Und da haben wir, also jetzt bei uns im Verband, auch wir haben viel Mitarbeiter aus der Region, auch Tourismusdirektor und so, die sind viele bäuerlichen Ursprungs und da tun wir uns ein bisschen leichter, aber ich gebe dir da schon recht. Also da muss man versuchen, ständig dahinter zu bleiben. Was halt uns schon wichtig ist, einfach, man kann einen guten Tourismus nur machen, wenn er von einer breiten Basis, auch jetzt auf einer Ortsebene gesehen, einfach auch getragen wird. Wenn ich jetzt meinen Gast zum Wandern schicke und er wird irgendwo, sage ich mal, vielleicht einmal wo blöd angeredet, weil er da wo drüber geht oder so, das ist natürlich nicht gut und für keinen nett. Und wie gesagt, es geht nur miteinander und wir haben mit unseren Landwirten ein sehr gutes Miteinander, Gott sei Dank. Ich weiß das total zum Schätzen und ich glaube, wir müssen nur noch schauen, dass wir noch ein bisschen mehr zusammenkommen, dass wir so Wirt und Landwirt, wenn es dann um das Produkt geht, noch mal ein bisschen besser zusammenbringen. Das geht in vielen Bereichen schon sehr, sehr gut, also bei Milchprodukten, bei Eiern, bei Käse, bei manchen anderen Dingen funktioniert das sehr, sehr gut. Beim Fleisch auch, aber da und dort haben wir alle vielleicht noch ein bisschen ein Verbesserungspotenzial, das ist auch gut so. Ja, aber vielleicht erreicht man das, dass da ein bisschen zusammengeguckt wird mit unserem Tun und Schaffen. Ich habe es als AMA Gütesiegel zertifizierter. Mhm. Ist das eine Herausforderung für euch oder ist das, was ist da für bürokratischer Aufwand, beziehungsweise was für Aufwand ist da? Also der Aufwand hält sich absolut in Grenzen, das muss ich wirklich sagen. Also das ist für ein Hotelier alles zu schaffen, das ist für einen Wirt zu schaffen. Also hat jetzt auch nichts mit einer Betriebsgröße zu tun. Also das hält sich sehr in Grenzen. Warum wir das machen, ist einfach, weil es uns wichtig ist, sage ich mal, dem Gast gegenüber, sage ich mal, einfach ein gewisses Vertrauen zu bekommen. Und einfach auch, wenn derjenige dann weiß, da gibt es eine Stelle, die schaut sich die Prozesse an, die schaut sich den Einkauf an, das wird angeschaut, dann ist das einfach was Vertrauensbildendes. Das heißt, du spürst das beim Gast richtig, dass der den Mehrwert auch wahrnimmt. Also wir haben das in der Speisekarten drin, die Gäste sprechen uns da und dort auf das an, wir kommunizieren es auch proaktiv, weil ich einfach auch glaube, alles, was man, sage ich mal, an
an Siegel, an Auszeichnungen, an Testungen macht. Ich glaube, das darf man auch kommunizieren, weil es eben, wie gesagt, vertrauensbildend ist. Wir sind auch seit vielen Jahren biozertifiziert, stellen uns da auch immer wieder, sagen wir, angekündigten und nicht angekündigten Kontrollen. Und einfach Transparenz ist einfach da aus meiner Sicht auch ein Schlagwort, Vertrauen und Transparenz. Du bringst ja deinen Gästen auch so ein bisschen näher, die ganze Kulturlandschaft wieder oder auch Wald. Du hast eine eigene Alm, wo du mit Gästen immer wieder hinkommst. Was sind da deine Erlebnisse, was du immer wieder mit heimnimmst nachher, dass Menschen mit der Natur wieder mal in Berührung kommen und offensichtlich vielleicht ein bisschen entfremdet sind schon von dem Bereich? Ja, also es ist weniger Alm, sondern eher eine Landwirtschaft. Mhm. Wir haben ja zu der Landwirtschaft, aus der jetzt das Hotel heraus entstanden ist, vor 3 Jahren noch das Glück gehabt, noch eine zweite Landwirtschaft erwerben zu dürfen, wo wir auch aktive Landwirtschaft mit Viecher auch betreiben und wo wir mit den GST-Gängern und dann einfach diese bisschen Zwang, wenn wir schon manchmal das Gefühl haben, nicht nur bei Kindern, auch bei Erwachsenen, dass da wenig Wissen vorhanden ist. Und wir haben auch, das ist aber am Hotel, wir haben ein Wildgatter, ein Wildgehege, mit über 3 Hektar, wo wir einfach Rotwild und Darmwild drin haben, und da gehe ich einmal in der Woche mit den Gästen fordern. Und dann fragen mich zum Beispiel Erwachsene, Herr Schmuck, das Reh ist doch die Frau vom Hirsch, oder wann wird denn aus dem Reh mal ein Hirsch? Oder manche machen mal ganz vorwurfsvoll, sprechen sie mir an, auf unsere ganzen Abwurfstangen, die wir im Hotel haben, wo sie dann sagen, ja, das können wir doch nicht machen, die armen Viecher, diese Geweihe, die wir da herumliegen haben, aber dass die Tiere ja einmal im Jahr ihr Geweih verlieren und dann ein neues, prächtiges Geweih binnen kurzer Zeit nachwächst, das ist vielen nicht bekannt. Das weiß keiner mehr. Genau. Ist jetzt nur ein Beispiel. Einfach, uns geht es darum, die Gäste zu inspirieren, zu sensibilisieren und noch ein bisschen ein Bewusstsein zu schaffen. Ja, für das, wo unsere Lebensmittel herkommen und wo wir daheim sind und wie wir aufgewachsen sind. Und wir stellen auch fest, dass viele einfach so extrem dankbar sind dafür, dass sie einfach wieder einen Berührungspunkt haben. Oder einfach in den man kann auch gar nicht besser, weil die meisten Gäste kommen aus der Stadt und da ist einfach das alles anders. Ich glaube, wir dann uns vielleicht auch schwer, wenn wir in einer Millionenstadt kommen, dass wir uns gleich mal auf Anhieb zurechtfinden und sind wir vielleicht auch froh, wenn uns einer ein bisschen an der Hand nimmt. Und ähnlich sehen wir das eigentlich da für uns auch. Wir haben zum Beispiel auch so, dass wir haben eine Kinderbetreuung im Hotel, wo die Kinder einfach mehr oder weniger was ein Programm kriegen, und das versuchen wir sehr naturnahe zu gestalten. Und da kommt einmal ein Jäger ins Haus, der dann mit den Kindern an den Wald geht und einer halt einmal einen Ameisenhaufen erklärt oder mal den Baum oder die Pflanzen erklärt und wo einmal Fährten lesen dann, Spuren lesen und so. Also so Dinge, und die Gäste nehmen das total gern auf. Und ich glaube auch wieder, dass es wieder ein bisschen mehr zurückgeht, dass die Leute wieder sehr viel dankbarer werden für diese Dinge. Ich sehe schon, du bist in unseren Spuren oder auf unseren Spuren mit der Bewusstseinsbildung. Du machst das in deinem Betrieb voll schön. Ich glaube, das ist auch das, was wir einfach mit Landschaft leben machen, dass wir immer wieder Dinge einfach herzeigen, transparent machen, wie es eigentlich normal ist, und wir durch das einfach ein bisschen einen Zugang wieder kriegen zu Dingen und wieder neue und bewusstere Entscheidungen treffen können. Abschließend möchte ich dir jetzt noch fragen, was gibst du der österreichischen Gastronomie jetzt vielleicht noch mit als Tipp? Was könnten große Chancen sein? Was sollen wir uns nicht verdauen in Österreich? Wie sollen wir uns in Österreich in der Gastronomie ausrichten, deiner Meinung nach? Ist natürlich gerade, also diese Frage wird jetzt in einer sehr schwierigen Phase für uns alle gestellt. Also wir sind alle gerade in einer Zeit, die nicht ganz einfach ist. Aber ich glaube, jede Krise birgt auch wirklich die Möglichkeit, sagen wir mal, Chancen wahrzunehmen. Und ich glaube, jede Krise hat gesagt, dass man irgendwo, dass es Verlierer gibt, leider, aber dass es aber auch, sagen wir, Gewinner geben kann, die vielleicht gestärkt daraus hervorgehen. Und ich glaube, all jene, die jetzt auch in einer Zeit, wo es schwierig ist, trotzdem nicht den Mut und die Zuversicht verlieren und auch, sagen wir, nach vorne schauen, sich trauen, vielleicht auch eine Investition zu setzen, mutig zu sein. Ich glaube, das wäre mal so ein Punkt. Und ich glaube, wir müssen uns auf das besinnen, was uns ausmacht. Und das, was wir gelernt haben, gewisse Traditionen für die Gastronomie, einfach, sagen wir mal, Gerichte, Lebensmittel,
das immer schon gegeben hat, das aufzugreifen, weiterzuentwickeln. Ich glaube, das wäre ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, bei aller Tradition und Regionalität, die uns wichtig ist, ist, glaube ich, schon auch wichtig, weltoffen zu sein, sage ich mal, zu schauen, was in der Welt passiert und da, sage ich mal, das Beste von allem zu einem, sage ich mal, für sich stimmigen Ganzen zu machen. Ich glaube, das ist, glaube ich, aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, offen zu sein und auf dem aufzubauen, was wir, sage ich mal, alle mitbekommen und was halt uns in unserer Region auszeichnet. Und da geben, wenn ich jetzt, sage ich mal, für uns reden darf, unsere Alpen, die Berg, so viel her. Und ich glaube, das ist ein Sehnsuchtsort, wird immer mehr zu einem Sehnsuchtsort werden, unsere schöne Landschaft, und dass wir auf die aufpassen und schauen und, sage ich mal, das zu einer Stärke machen. Das, glaube ich, das könnte gut tun für die Zukunft. Das ist die Gastronomie-Seite, und der Gast kann eigentlich am besten nachfragen und bewusst konsumieren und wirklich schauen, welchen Produktionsauftrag das eigentlich immer erteilt, wenn er gewisse Dinge zu sich nimmt oder eben einkauft. Genau. Ja. Danke fürs Gespräch, Christoph, hat mich sehr gefreut. Ganz meinerseits. Und bei euch bedanke ich mich auch fürs Zuhören. Schön, dass ihr mit dabei wart, und bis zum nächsten Mal.